So, wir haben ausmeditiert und wollen dann mal schauen. Wir haben ja, wir sind jetzt quasi an derselben Stelle wie vorher auch, ne? Und jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Ich hol mal den Fahrstuhl erstmal wieder hoch. Nicht, dass wir da aus Versehen runterknallen. Jetzt schauen wir uns nochmal an. Wir haben irgendwas übersehen. Aber was? Alles klar, wir müssen zurück. Gefahr. Wir müssen nochmal zurück. Wir haben uns ja hier quasi diese Abkürzung hier frei gemacht. Da müssen wir durch. Durch die grüne Tür. Ist die Frage von hier aus oder von der anderen Seite? Oh nein, die leben ja noch. Schnell weg hier. Warum ist diese Tür zu? Versperrt oder verklemmt? Oh mein Gott. Schlampig. Oh mein Gott. Ey. Der B2-Druide nervt. So. Vielleicht verkaufe ich den Druiden auch. Du bist schlampig. Boah, zwei sind echt übel. Oh ja, oh ja, oh ja. Du kannst mich nicht brechen. Ach du Scheiße. Schön. Erster Tag naht. Die zwei sind echt übel. Attacke! Ruhm in der Arena. Ich werde mich dir nicht ergeben. Eine blockierte Tür? Boah, ey, die sind aber hart gewesen. Sehr, sehr gerne, mein lieber Seppel. Vielen Dank für dein Raid. Da ist der nächste. Oh! Was war da los? Noch ein. Stimmt. Leite Energie um. Alles klar. Gut, dass du noch in einem Stück bist. Boah, hier kommt man ja von einer Tür in die nächste und da sind ja eine schwierigere Situation als die andere. Aber wir haben ja hier vorne erstmal hier zu Ende gucken, ne? Gut. Siehst du wohl, den hätten wir verpasst. Und da vorne geht eine Wand nach oben, die gucken wir uns auch mal an. Okay, wir schauen mal, wo es denn hier nach oben gehen würde. Wenn wir jetzt hier durchspringen und dann irgendwo nach oben. Wir probieren es einfach. Mein Gott, das haben wir zu verlieren. Sehr, sehr geil. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Ein Griff nur. Okay, Griffe sind jetzt nicht so. Eine neue Friese oder so wäre natürlich geiler gewesen. Hab einige Gegner gesichtet. Aber hier ist noch eine Kiste.
Commander-Jacke, das ist schon geiler. Und jetzt sind wir wieder hier. Sehr geil, hat sich doch gelohnt, hier einmal so einen Rundlauf zu machen. Ah, das hier ist die Abkürzung. Sehr gut. Da geht's nicht weiter. Ich hab jetzt gerade, bin ich am struggeln, ob ich nochmal neu mache. Was waren hier? Die Magma-Wache, ne? Ja, komm her, wir machen uns nochmal neu. Und kämpfen nochmal gegen die Magma-Wache. Konzentration. Also mit neu meine ich natürlich, dass wir uns ausruhen. Und nochmal 7 Stimpacks haben. Ah ne, der kommt nicht wieder. Okay, das war so eine Art kleiner Miniboss, ne? Dann ist das natürlich geil. Ich bin sehr froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, es freut mich, dass ihr uns helfen wollt. Moment. Hörst du das? Zerstörer-Droiden. Perfekt. Schilde. Jo, Digga. Ist das denn? Die haben wir ja ganz vergessen, die haben wir im Trailer gesehen, ne? Das waren wohl alle. Das erste Mal habe ich mit meinem Meister während der Klonkriege gegen Droidikas gekämpft. Ich bin erstarrt. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wird. Droidikas, ne? Die von Kolikoiden hergestellten Droidika mit ihrer Bronzium-Panzerung und den leistungsstarken Schilden sind auch als Zerstörer-Droiden bekannt und sorgen auf jedem Schlachtfeld für Angst und Schrecken. Ihre 2 Repetierblaster sind schnell und leistungsstark und ihr individueller Energieschild schützt sie vor den meisten Fremdbeschuss. Während der Klonkriege hatten selbst die Jedi Angst vor direkten Gefechten mit einem Droidika. Tipp, die Droidika Energieschilde absorbieren begrenzt Blaster- und Lichtschwertangriffe. Überlade sie durch rasche Angriffe. Sie werden versuchen wegzurollen, wenn du dich näherst. Gib nicht auf, irgendwann wirst du sie in die Enge treiben. Das hoffe ich. Das hoffe ich auch, dass mein Meister stolz wäre. Ich guck nur mal hier hinten in die Ecke. Ob hier eine Tür aufgeht oder sonstiges, ne? Nicht, dass wir hier weiterlaufen. Ah, geil, Droidikas, ne? Liebe. Das Spiel ist echt eine Liebeserklärung an alle Star Wars-Fans. Feinde in der Nähe. Wir machen das gemeinsam. Da wollte ich den herziehen, ne? Bitte. Schön ausgewichen, der Rack. Okay, Boot hat nicht nur dabei ist, um Tannelor zu finden. Boot hat uns dabei noch gut geholfen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Gucken, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Ah, oh, hier, der Droide, ne? B1-Droide da schön aufgeknüpft. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Der Lackröhalk. Ist der drin, der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja. Das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Kerl, wo unten? Siehst du? Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant.
Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Riskant ist unser zweiter Vorname. Viel Spaß, Profi-Warn, Katzenhirsch, mein Lieber. Ne? Hast du es jetzt eigentlich durch? Wirf ihn her. Hatte ja vorhin ganz schnell wieder Lurk nur rein und dann also Dings hier umgeschaltet. Ne? Ich wollte, weil du hast da schon gegen einen gekämpft, der, wo ich mir schon fast gedacht habe, dass der auch nochmal auftaucht. Aber das wollt ihr mir natürlich nicht angucken. Das wäre Spoilern hoch 20. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Ursprünge des Zwecks. In den neu beanspruchten Lakra-Halt macht Jupa und Ravis eine Bestandsaufnahme der entdeckten Armee, um zu ermitteln, welche Ziele sie damit erreichen können. Nope, noch nicht, aber es kamen ein paar sehr geile Momente. Die hatte ich auch schon heute, tatsächlich. Das Spiel strotzt nur so vor geilen Momenten, das ist echt unglaublich. Wer weiß, was er tut. Da unten ist Boat, ne? Der platziert da jetzt irgendwelche kleinen Minen, Thermaldetonatoren, was weiß ich, an die GAPs. Wenn es soweit ist, gebe ich Signal. Was für ein Signal? Vertrau mir, es wird dir nicht entgehen. Okidoki. Ich glaube, wir müssen uns da dranhängen, ne? Was gibt's? Das war sowas von klar. Okay. Ende aus. Oh, den Druidiker haben wir. Sehr nice. Oh. Findet eine Lücke. Das muss besser werden. Das hält mich nicht auf. Oh mein Gott, diese Parierstange, ne? Gestaggert, ne? Jetzt haben wir deine Haltung durchbrochen. Ich liebe die Parierstange. Katzenhirsch. 64%. Sehr gerne, Galapri. Okay, hier geht ein Fahrstuhl nach unten. Führt kein Weg dran vorbei, ne? Wir müssen es machen. Es wird immer nicer. Und hier, ich weiß nicht, was das ist, ne? Das können wir noch nicht bewegen. Auf jeden Fall eine massive Machtfähigkeit wird das wohl sein. Ich muss meinen Geist frei machen. Wir machen unseren Geist frei. Lucre-Holk-Kern. Wer weiß, wie man Aufsehen erweckt. Das war Boot. Aber wir gucken noch mal kurz hier in die Ecken. Lassen uns hier jetzt nicht von der Action irritieren. Hier vorne liegt was. Siehst du, sei doch. Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Ein neuer Meister. In dem verlassenen Lakra-Halk fand Ravis eine schlafende Armee. Er musste sie nur umprogrammieren, damit sie ihm diente. Also er war quasi der neue Meister. Tür ist verschlossen. Da werden wir wahrscheinlich sowieso irgendwann mal rauskommen. Von der anderen Seite. Thank you.
hat das gemacht? So. Okay, die können wir auch nicht machen. Sind auch hier diese Tanks, ne? Sind das eigentlich die gleichen Tanks wie bei Mando? Wisst ihr, was ich meine? Gleich am Anfang? Da war doch... Ich glaube, da können wir nichts machen. Und du bist. Du bist. Kämpfen kannst du jedenfalls. Oh mein Gott. Schön die Beine weggezogen. Sehr geil. Machen wir mit dem da oben. Erstmal ignorieren, ne? Uns fehlt eine Fähigkeit, eine Machtfähigkeit. Muss ich lang? Tür ist verschlossen. Hier bin ich in Sicherheit. So, jetzt gucken wir noch mal. Ich muss nach oben. Alles klar, alles klar. Also da, wo ich eben war und dann hier rüber jumpen. Okidoki. Lauf! Oh mein Gott, das war so dumm. Das war ja wie, als wenn man bei der Olympiade... Oh mein Gott. Warte mal, warte mal. Ich baue mal ein anderes Lichtschwert. Das ist wie, als wenn du bei der Olympiade beim Weitsprung über den Sandkasten hierüber springst. So ist das eben passiert. Hilf mir bitte. Ich muss jetzt mal einen Tod dazu machen, so. Einfacher. Oh, Scheiße. Ein Tod mehr, ne? Ein Tod mehr. Hier liegt jetzt mal einer. Nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Und da liegt er, der Arme, wer war das? Als Ravis die Armee des Lakrahalk umprogrammiert hatte, um ihm zu dienen, wollte er prüfen, ob seine Arbeit wirklich erfolgreich gewesen war. Ach so, das war jetzt einfach mal so ein Testtod. Alles klar, das ist die Tür. Und da vorne stand einer. Den werden wir... Oh mein Gott. Du bist ziemlich geschickt. Geblockt. Gestaggert. Eine Wunde ist nur eine Wunde. Bewegen kannst du dich. Hey. Erledigt. Oh mein Gott. Sehr geil. Noch ein. Und noch ein. Oh mein Was? Gott. Letzter Versuch. Ah.
Jetzt hat er mich gestaggert, ne? Das muss doch wehtun! Das hält mich nicht auf! Ein Freund von dir? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Braucht irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Nun, dann suchen wir gemeinsam einen. Alles klar, ich habe, glaube ich, den ganzen Kampf nicht geatmet und habe die Luft angehalten. Dir geht's nicht gut, Kumpel. Aber jetzt geht's wieder. Wir müssen das hier benutzen. So wird's gemacht. Jetzt, ja, nein! Okay, wir haben hier ja die Möglichkeit, an der Seite lang zu laufen. Aber wohin? Okay, wir müssen die als Wand benutzen und dann... Ah, alles klar. Auf die andere Seite. Scheiße, das war zu spät. Das Timing ist wichtig. Okay, nice. War nur ein Versuchstod. War nur ein Versuchstod. Jetzt haben wir hier. Okay. Turbolift. Was machen wir jetzt? Da! Ja. Nicht schlecht. Das gleiche wie Kerl gesagt. Nicht schlecht. Einfach mal sein Turbo. Was sind das für Gebäude? Jetpack. Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartiere. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Hier brauchen wir auch wieder Jurten. Was ist denn das? Ein Jurte ist eine einfache Behausung, die überraschend komfortabel sein kann, obwohl sie eigentlich nur aus einer Leinwand auf tragenden Stangen besteht. Die nomadische Kultur auf dem Planeten Merrick 9 galt bei Enthusiasten für Jurten als Musterbeispiel dafür. Und hier ist da, ja genau, und hier ist nämlich die Tür, wo das eine Echo hier in der hinten lag, ne? Wo ich gesagt habe, hier kommen wir auf jeden Fall mal vorbei, und was hat dich recht. Ah, die Level sind super geil aufgebaut, finde ich. Ich mag das. Es gibt diese Abkürzungen, ne? Aber die muss man sich jetzt mal erarbeiten. Das finde ich richtig cool. Heißt wohl, dass wir dabei sind, ein ziemlich großes Problem zu verursachen. Oh, aufregend! Oh, oh lala. Da ist er. Hör auf, wegzulaufen! Auf sie! Noch einer! Shit, oh mein Gott, jetzt seid ihr denn wahnsinnig? Ich gewinne, du verlierst. Schalt ihn auf! Wo bleibt der Spaß, wenn du wegrennst? Hier drüben! Auf jeden Fall, Stim. Um dich teuer zu stehen! Schlag zurück! Scheiße! Beeilung! Waffe geladen! Wir brauchen unbedingt einen Meditationspunkt. Das war eben sehr viel. Ja, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Oh, was haben wir denn hier? Die Raiders haben es sich jetzt ziemlich gemütlich gemacht.
Bedlam Raiders Jurte, weil sie als Droiden-Kampfschiffe konzipiert wurden, fehlen Kampfschiffen der Lucre-Halt-Klasse jeglicher Komfort. Da die Bedlam Raiders aber eine Unterkunft brauchten, errichteten sie im Inneren des Schiffs ein einfaches, aber bewohnbares Dorf. Das war eben ein kompliziert gestrickter Satz. Worden waren. Ah, hier vorne haben wir ein Echochen. Nehmen wir uns mit. Wir brauchen Platz zum Leben. Häuser. Häuser? Sicher. Warst du nie auf Marek 9? Lage ist alles. Obwohl die Lacra halt nicht dafür gebaut war, komfortabel zu sein, waren die Raiders entschlossen, ihn nicht nur zu Kriegszwecken zu nutzen, sie wollten es auch bequem haben. Hier Feinde in der Nähe. Vorne gebe dir Deckung, Kerl. Habe ich doch auch eine Kiste gesehen. Da. Da kommen wir jetzt mal so nicht hin. Durch. Hinterher, Kerl! Nimm das! Du ein Kratzer! Und gib ihn! Hat er einen Knauf ins Gesicht bekommen? Oh mein Gott. Für den brauchen wir auf jeden Fall... Es wird hart. Es wird hart. Wir haben nur noch ein Stim und wir haben nur noch halbes Leben. Ich glaube, wir kommen da mit einem Superjump auf die andere Seite. Das gefällt mir nicht. Genusianer Körper. Okay, ganz ehrlich. Wie schätzt du unsere Chancen ein? Du weißt schon, gegen einen Jedi aus Fleisch und Blut. Tja, ich habe in meinem Leben schon viele wilde Dinge gesehen. Aber Jedi, die sind nicht ohne Grund Legenden. Ich muss nicht dein Tag! Ich werde hier sterben! Seid versuchen! Tötet ihn! Bleib lebendig! Alles klar? Das war gut, das war sehr gut. Brauchst du Hilfe? Oh, Scheiße. Gibst du mir was? Hast du welche übrig? Nimm das. Stimm jetzt. Es gab nie ein Entkommen. Okay, wir kümmern uns jetzt um den... Versteck dich, Feigling. Droidika. Und da ist noch einer. Los, weg hier! Oh, nice. Danke, Boat. Für die Hilfe. Sind aber wirklich schon knackig, muss man ja sagen. Ich brauche jetzt unbedingt einen Meditationspunkt, ne? Aber sowas von. Halbe Leben, kein Stim mehr. Alles klar, das wird hier die Abkürzung sein. Die wir noch nicht benutzen können. Kannst du das runterwerfen? So gut wie erledigt. Vielen lieben Dank. Kommst du, Kerl? Ich habe dieses Seil nur für dich runtergelassen. Alles gut. Jetzt ist keine Zeit zum Trödeln, Kerl. Abkürzung freigeschaltet. Wir schauen jetzt nochmal. Also. Hier oben geht's zum
zu Gap. Da geht's wieder mit einer Seilrutsche, aber hier ist auch kein... Hier ist leider kein Dingspunkt, ne? Ausruhpunkt. Oh Mann. Was jetzt? Ich werde so elendig sterben, Leute. Hab einige Gegner gesichtet. Warum? Ich halte dir den Rücken frei. Ich werfe das Ding hier. Da oben ist auch noch einer. Ich kotz gleich. Ach so, natürlich. Ich gehe in Stücke, Ruine. Lass nichts als Schaden übrig. Hau ab! Ey, da kommt... Alter, ihr seid doch verrückt. Oh mein Gott. Ich gebe niemals auf. Wenn er uns einmal erwischt, sind wir tot. Zeigen wir es ihnen. Oh mein Gott. Abschaum. Boot. Boot, ich brauch dich. Boot. Was? Nicht heute. Dein Ziel, Kestis. Die Nein! Wird unsere Geschichte erfahren. Ich werde noch nicht sterben. Noch eine Sekunde. Oh mein Gott. Ja, das war schon was. Ich glaube, die mögen uns nicht. Ey, ich brauche jetzt sowas von einem Meditationsbuch. Das glaubt ihr nicht. Bethlehem-Schläger. Die Bethlehem Raiders sind die Faust von Ravis, eine Armee aus brutalen Kämpfern, deren einziges Ziel ist, zu zerstören. Und niemand kann das besser als die Bethlehem Schläger, ein schwer gepanzerter Krieger mit einem gewaltigen Elektrohammer. Die Hiebe dieser Waffe sind langsam, aber jeder brutale Schlag, der trifft, vernichtet garantiert sein Ziel. Tipps: Ihre Angriffe sind stark, aber langsam und lassen sich kurzzeitig Lücken zum Angriff. Sei geduldig, vorsichtig und schnell. Du kannst zwar problemlos von ihnen weglaufen, aber hüte dich vor dem Sprungschlag, den sie aus der Distanz einsetzen können. Boah. Wir schauen mal hier oben, ob es hier irgendwas Feines gibt. Ah ja, hier gibt es eine Truhe, die wir immer noch nicht öffnen können. Okay, bitte. Wir finden einen anderen Weg. Haben wir noch nicht. Genau, das sind. Irgendwas hat das mit diesen Dingern da oben zu tun, aber das können wir noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist und warum und wieso. Bitte Meditationspunkt. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwunden sind? Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie zu dem Bagdad-Tank geschickt hat, steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Warum gibt's hier keinen Medipunkt? Wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Wenn jetzt ein Boss kommt, hab ich eh verloren. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah... Sie hat ihren Let's Weg, go. Ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach.
Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach so. Ein HP gegen die ganze Basis. Was ist jetzt los? Boat. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Okay, wir sind getrennt. Verdammt. Ja, bitte, Spiel, jetzt gib mir doch einen Medipunkt. Ich will speichern. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht besonders einladend. Selbst bei Fallschaden sterbe ich. Und dann kann ich die ganzen Weg nochmal laufen. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Droiden aus der Waldanlage? Es gibt einfach keinen Speicherpunkt. Okay. Oh mein Gott. Also nicht in diese Richtung. Eine Ebene tiefer. Verstanden. Ich laufe hier mit 1 HP rum. Dagen wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Okay. Quetsch! Dadurch! Das Sushi war ein bisschen zu viel. Na klar. Du bist mutig. Nicht so doll, ich hab nur 1 HP. Was willst du damit? Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Oh. What? Wir haben den Arm abgeschlagen, packt sich den einfach wieder drauf. Danke, kleiner Mann. Dein Ernst? Ich bin tot.